Ich bin Michel, technischer Außendienst Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Vipro Impact Druckluft Meißelhammersatz vorstellen. Das Set besteht zum einen aus dem Druckluft Meißelhammer, einem vierteiligen Aufsatzsortiment und einer Wandhalterung. Die Aufsätze lassen sich dann auch dementsprechend in der Wandhalterung platzieren. Wir nehmen den auch mal hier runter. Das Interessante ist jetzt an dem Druckluft-Meißelhammer, dass wir hier von einem sehr starken Gerät sprechen und dennoch eine sehr leichte und kompakte Bauweise haben. Das Gerät wird hier in der Luftzufuhr mit 6,3 bar betrieben. In die Luftabfuhr haben wir hier in einem kälteisolierten Griff. Das heißt, beim Arbeiten, auch bei längeren Arbeiten, habe ich die Abluft nicht im Handbereich. Das heißt, ich bekomme keine kalten Hände. Das Gerät selber arbeitet mit 2200 Schlägen pro Minute. Was auch noch interessant ist, wir haben jetzt hier vorne eine klassische 10 mm Aufnahme und können so zu den vier Standardadaptern mit auf ein sehr breites Sortiment an Aufnahmen zurückgreifen. Als Aufnahme, die meistgenutzte, so wie es der Name schon verrät, ist der klassische Hammer. Um den einzusetzen, das Gerät nehmen, wir haben hier eine recht starke Feder, gerade nach hinten setzen und jetzt kann ich den Meißel einsetzen. Den würde ich jetzt hauptsächlich nutzen, wenn ich Verschraubungen habe, sprich Schrauben aus Schäften nicht rausbekomme. Und über die starken Vibrationen kann ich die Korrosion lösen. Was wir zusätzlich noch haben an Zubehör, ist ein Aufsatz speziell für Spurstangen. Gerade wenn ich bei Spureinstellungen das Problem habe, dass der Spurstangenkopf sich nicht verdrehen lässt. Deswegen haben wir hier eine schöne halbrunde Aufnahme und können so auf Rundungen Vibrationen führen. Als nächstes haben wir hier noch eine Aufnahme mit einem Halbzollantrieb. Das heißt, hier kann ich Schlagschraubernüsse aufsetzen und kann so zu einer klassischen Drehbewegung noch Vibrationen zuführen. Ja, das hat man zum Beispiel gern an Axtteilen, wo die Gefahr besteht, wenn ich mit dem Schlagschrauber arbeite, dass ich die Schraube abreiße und mit der Art, das heißt, ich führe auf die Verschraubung Vibration zu und kann dann die Drehbewegung nur mit einem Schlüssel machen. Das zeige ich euch auch jetzt. Optional, ganz klassisch, der Gabelringschlüssel hat jeder im Portfolio, klassische Schlagschraubernuss. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, das ist die Aufnahme, wo ich in meinen Drucklufthammer einsetze. Ich habe jetzt hier meine Halbzollaufnahme, setze das Ganze jetzt hier auf und habe zusätzlich jetzt meinen Gabelringschlüssel, über den ich die Drehbewegung machen kann. Das heißt, mein Drucklufthammer macht die Vibration auf die Schraube und ich kann jetzt hier kontrolliert über die Vibrationen eine Drehbewegung zuführen. Und so kann ich auch stark verrostete Verschraubungen, ohne die Gefahr zu haben, diese Verschraubung abzureißen, lösen. Als letztes, was wir noch haben, ist das gute Stück hier. Das ist eine Aufnahme für unseren optionalen Druckscheibensatz. Das sind Scheiben in verschiedenen Durchmessern, die ich hier nutzen kann, um Lager auszutreiben. Genauso kann man es aber auch nutzen, um Lagerschalen einzutreiben. Abschließend kann man sagen, dass wir hier mit unserem Druckluftmeißelhammer ein sehr kräftiges Gerät haben. Was noch ein sehr interessanter Aspekt ist, dass wir ein vibrationsgedämpftes Gerät haben. Das heißt, auch bei längeren Arbeiten habe ich die Schläge nicht auf meinem Handgelenk.